Servus, ich bin Dustin vom Kanal Dustin BT und der Brownie hat mich gebeten, einen Beitrag für seinen Kanal zu machen. Und die Frage war, was ist dein Lieblingsfilm? Und am Anfang dachte ich, coole Sache, simple Frage. Und dann kam aber ganz schnell dieses Scheiße. Filmsammler, ja. Und immer diese schwierige Frage, was ist denn dein Lieblingsfilm? Es ist eigentlich für Filmsammler unmöglich, den Filme der Filme rauszusuchen und zu sagen, das ist er. Aber man könnte es differenzieren und zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Das Ding, das mich zum Filmsammler gemacht hat und das sich einfach in meinen Kopf gehämmert hat. Ja, musste ein bisschen gucken, was die anderen so gemacht haben und habe mich dann dafür entschieden, Batman von Tim Burton von 1989 herzunehmen. Aus dem einfachen Grund, dieser Film verbindet die guten Batman-Comics mit dem modernen Superhelden-Filmemachen. Ja, von damals, der erste Batman, der nicht mehr so ins Lächerliche gezogen wurde im Filmbereich und herausragender Michael Keaton, genauso ein herausragender Jack Nicholson als Joker. Und wie gesagt, das Ganze geht einfach so nah an diese Comics ran. Und Verbindung mit Tim Burton, einer meiner Lieblingsregisseure, macht das Ding einfach sehr, sehr rund und klasse. Ja. Und zu dem Film gibt es auch noch zu sagen, dass ich den schon als Kind gesehen habe. Ich war, glaube ich, 5 bei meiner Oma. Hat dann auch mega Schiss vorm Joker und der hat sich einfach in mein Hirn gehämmert. Und das ist so ein Film, den ich regelmäßig angucke. Den kann man sich ja immer wieder angucken. Allein schon wegen diesem Joker, der von Jack Nicholson gespielt hat. Vor allem die Story, wie denn Jack Nicholson beziehungsweise Jack Napier zum Joker wurde, ist einfach grandios. Ja. Und das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist, dass man den Batman sehr, sehr menschlich gemacht hat. Also nicht diese Abgründe sieht, wie zum Beispiel bei der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan, die übrigens auch grandios ist, sondern eher einen, ja, einen fröhlichen Michael Keaton, einen Bruce Wayne. Trotzdem zählt diese Filme, diese Filme, ja, kann man schon ganz, ganz ehrlich sagen, zu den Lieblingsfilmen Batman und Batmans Rückkehr natürlich auch. Die anderen zwei, die halten wir mal zu. Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch stundenlang drüber philosophieren, aber das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Soll ja eine kurze Nummer werden. Und ja. Auch herausragend natürlich eine Kim Basinger. Ich mag den Film einfach. Wie gesagt, einer der Filme, die ich wirklich, ja, einmal im Jahr angucke. Ja, und der altert auch nicht. Und diese Verbindung zwischen DC, Batman und Tim Burton, das passt einfach grandios. Und ich würde gern nochmal so einen Film sehen, ja, in der Art. Ich hoffe, ich habe da den Geschmack von einigen getroffen. Ja, ich könnte jetzt noch ein paar Filme rausziehen, aber ich glaube, einer reicht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Cool, dass ihr an mich gedacht habt, du an mich gedacht hast. Ja, und wenn es mal wieder was zum Erzählen gibt, wo ihr Video braucht, ich bin gern dabei. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Dustin BT. Ciao.